Feste und Feiern im ländlichen Raum. Welche politischen Gruppen sind da präsent? Wer verfolgt welche Interessen? Kann darstellende Kunst auf eine ästhetisch interessante Art anbinden? Kann darstellende Kunst eine politische Position einnehmen? Oder stört das nur? Ich kann im Labor über gewagte Formate nachdenken und Verbündete finden. Auf Festen im ländlichen Raum einen künstlerisch sensiblen Zugang zum Gegenüber zu finden, erfordert Cleverness und Mut. Wenn ihr mal abends ausgehen wollt oder vielleicht ins Kino gehen wollt, wo macht ihr das manchmal oder eher gar nicht? Na, eher nicht. Ja, Wochenende, also unter der Woche sind wir ja mal arbeiten und am Wochenende treffen wir uns dann manchmal. Oder gehen halt wir immer hier irgendwo im Dorf unterwegs. Wenn ich jemanden irritiert und berührt habe und dieser Mensch dann in seine nächste Begegnung offener hineintritt, dann habe ich doch was erreicht. So was ist so manifestationsmäßig. Feste sind Orte der Vergemeinschaftung. Und im Labor untersuche ich, inwiefern sie auch eine Möglichkeit sein können, ein neues, offenes Wir zu schaffen. Die politische Entwicklung und der Rechtsruck, der nicht nur in Ostdeutschland zu spüren ist, machen mir Angst. Und ich frage mich, welche Ideen von Heimat oder Identität diese Geschichtsvergessenheit möglich machen. Hast du schon was geschrieben? Bitte einmal Geroll aufschreiben. Kannst du auch was aufschreiben? Ländliche Räume gelten oft als überaltert oder hinterwäldlerisch. Wenn sich dann noch Rechtspopulisten ansiedeln, wird das Imageproblem noch größer. Mich interessiert, welche Formen des Widerstandes es schon gibt und wie man diese mit künstlerischen Mitteln vergrößern kann. Ein Schwerpunkt des Labors liegt für mich auf der Frage, welche Potenziale dokumentarisches, Recherche- und interviewbasiertes Theater für die künstlerische Arbeit im ländlichen Raum bietet. Dabei geht es zum einen darum, zu erforschen, welche Themen und Geschichten dort besonders relevant sind und zum anderen um die Frage, wie Theater hier auch Community-Building leisten kann. Hohenstein. Schön da. Sächsische Schweiz. Schöne Landschaft, aber die Wahlergebnisse? Was ist da los? Wir haben erkannt, dass die AfD und die Neue Rechte Mittel der Fiktionalisierung benutzen, um Wirklichkeiten zu konstruieren. Dieses Privileg ist ein Privileg der Kunst, nicht der Politik.